Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier die Kohlemine eröffnet und haben angefangen, alles zu verkippen. Ihr seht schon, die Seite vom Wasser ist schon dicht. Auf der Seite tun wir jetzt auch schon Verkippaufträge vergeben. Einfach um die Fläche ein bisschen besser zu nutzen und auch in Zukunft ein bisschen Arbeitsfläche zu haben. Die großen Bagger übernehmen gerade die Aufgabe, das ganze Zeug hier zu verkippen. Und ich glaube irgendwie, wir kommen da noch nicht ganz durch. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Dann geben wir hier noch einfach einen Auftrag dazu. Warte mal, das ist absolut kein Problem. Machen das hier einfach so. Ansonsten machen sie nicht genau das, was sie jetzt machen. Sie hauen, glaube ich, ab. Ja, die Verfahren wieder woanders hin. Ha, schöne Sache. Super. Gut, dann fahr das doch mal bitte fürs Erste hier hin, wo du hinkommst. Bis die Kollegen Baggers die Ecke ein bisschen aufgegraben haben. Das wird eine Sekunde noch dauern, aber wir sehen schon, hier haben wir es auch komplett aufgegraben schon. Es wird in Zukunft Ablagefläche für Kohle, für Gestein und weiß der Kuckuck, was das alles werden wird. Und notfalls können wir auch hier eine Produktion hinstellen. Also der Sinn dahinter ist so ein bisschen weiterdenken, wir können die Fläche nutzen für irgendwas, was wir mal vielleicht benötigen werden. Hoffst zwar nicht, dass wir unbedingt das benötigen werden, aber wenn es so sein sollte, wäre es da. Und außerdem müssen wir das Gestein so oder so verkippen. Aktuell habe ich keinen anderen Plan, wo es hinführen soll. Ja, okay, das ist klar gerade, weil wir haben die Lager hier ein bisschen erhöht von der Kapazität her. Bisschen heavy. Gut. Aber wir haben leider eine Sache, um die wir uns unbedingt kümmern müssen. Und das ist Treibstoff. Und ich habe ehrlich gesagt keinen Plan mehr, wo wir letztes Mal waren. Also so absolut null. Was echt ungut ist, weil ich weiß jetzt nicht mehr, was der Plan war. Also ich glaube, hier kam Treibstoff rein und hier kam auch... welches Kabel bist du nochmal? Dampf. Brauche ich nur Dampf, finde ich. Dampf fahren das auch. Ich habe zwei Dampfzufuhren gemacht. Kann es sein? Kann es sein, dass du auch Dampf bist? Okay, weißt du was? Das war eine dumme Entscheidung. Das ist einfach wieder viel Rohr für nichts. Ich weiß nicht, gleich muss zu einer anderen Anlage auch gehen. Deswegen habe ich es so regeln wollen. Aber warum so regeln? Wenn ich einfach hier hinten... mir das hier vorlegen kann. Gut. Lastwagen 1, 2, 3 kann ziehe ich rein. Wo zur Hölle willst du hin? Warum willst du zu Salz? Also ja, das Salz ist nicht mehr erreichbar. Das ist ein bisschen blöd geworden, aber... ja, okay, warte mal, wir machen hier mal aus und aus. Und wir machen jetzt mal ganz schnell mit so einem Abgabelager. Wir machen hier einfach ein Schüttlager schnell hin. Verbinden das mit hier vorne. So. Aufbauen. Und dann kann das Sand hier rausgeholt werden. Wir verbessern dich gleich auf die nächste Stufe noch schnell. Dann bist du ein bisschen flotter vom Transporter, weil es doch eine Strecke ist. Gut. Wir haben jetzt tonnenweise Salz natürlich auch auf Lager. Aber was mich halt stört, ist das hier. Ich brauche auch endlich eine Fläche, wo ich auch dauerhaft die Anlage hinsetzen kann. Für den Treibstoff. Und eigentlich war ja mal hier die Stelle geplant. Ach, es ist doch alles blöd. Ach, heieiei. Oder ich setze einfach temporär. Habe ich nicht die eine abgespeichert? Warte mal. Bevor ich hier anfange durchzudrehen, habe ich nicht Benzinproduktion. Benzin- und Gummiproduktion. Aha. Aha. So rum würde die hier temporär wenigstens noch hinpassen. Weißt du was, das machen wir jetzt sogar.
Es ist gleich schlauer, wir haben jetzt noch die zweite Notfallproduktion oder eine zweite Produktion am Laufen, die auf derselben Basis funktioniert wie die alte, als dass wir uns jetzt einen verdammten Stress machen und Fehler bei der neuen Bauanleitung. Ich glaube, das ist schlau, wir tun das Umbauen, schauen, dass wir die Generatoren dann auch vielleicht doch den Platz räumen für die Riesenanlage von Treibstoff und es dann doch vielleicht in kleinere Modularteile aufbauen. Und dann halt, dass wir so ein Stecksystem haben. Vielleicht doch gar nicht schlecht, weil es ist ein cooles One-Man-Modul für alles auf einen Schlag. Aber ich glaube, wir werden damit mehr Probleme kriegen, wie als dass wir es wollen. Vorteil ist ja hier, glaube ich, kriegen wir Wasser raus. Nein, das war nicht der Plan, dass ich hier Pause draufklicke. Wir haben hier eine Wasserproduktion, ne? Mehr Wasser rein, weil ich brauche mal gar nicht. Wir brauchen keinen Platz. Seid ihr? Ihr seid Ölzugänge. So, warte, wo kommt das Wasser her, was ihr braucht? Hier unten ist der Wasserzugang. Muss ich mich so ein bisschen dran gewöhnen, wo jetzt welcher Anschluss war. Warte mal, du bist. Wasser ist da innen und geht nach hier. Welches Rohr bist du? Du scheinst saures Wasser zu sein, okay. Ja, wir kriegen das schon hin. Schnell liefern. Dann haben wir hier gleich eine Wasserabgabe. Haben wir jetzt echt ein Mitarbeiterproblem? Oh, Shimmeroni. Okay. Dann, ich nehme wieder mal ein paar Flüchtlinge an, meine Freunde. Und die Wachstumspause ist vorbei. Dann bauen wir noch eine Wohnungseinheit hin. Wir freuen uns so auf neue Mitarbeiter für dieses Land. Ja, schöne Sache. Sie müssen nur hackeln. Ich habe kein Material mehr. Shit. Ja, diese Großbauprojekte kosten mich immer sehr viel Material. In kürzester Zeit. Andere Frage, wo habe ich eigentlich den Treibstoffausgang hingebaut? Saures Wasser, Rohbenzin, Wasser, Diesel. Hier habe ich Diesel hin. Ich müsste dann eine Rohrleitung nach da drüben noch ziehen. Für Le Diesel. Gebaut werden danach noch. Hier muss ich dann wieder ein Startsystem reinbauen. Aber so lange kann wenigstens nichts loslaufen. Es fehlt auch noch der Zugang für den Diesel, der dann hier laufen muss. Wo willst denn du hin? Nein, nein, nein. Die nehmen nichts an. Aus und aus. So. Perfekt, gut. Was stört sie jetzt schon wieder? Wahrscheinlich, weil ich noch so eine Anlage gebaut habe gerade. Das finden sie jetzt gerade sehr uncool. Gesundheitssteigerung. Vielleicht können wir die auch mal deaktivieren ein bisschen. Bringt hier auch was Plus? Das wäre mal was Cooles. Lebensmittelverbrauch. Nein, 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 n
so bin ich zufrieden. Wir werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen Ressourcen dann anfangen zu fressen, wie blöd, aber ich glaube, das sollte unsere Anlage aktuell relativ wenig machen. Oh, ich kann die auch mal wieder die Einigkeit wegnehmen, oder? Haben wir nicht eine schöne Neustraße? Eine Montagestraße. Robotisch. Bauen wir doch mal jeweils eine um, oder? Why not? Ich will die sehen. Montagestraßen, das hört sich geil an. Außerdem haben wir zu wenig Arbeiter. Hä? Was ist jetzt los? Keine Rechenkammer. Ich sollte mir sowas durchlesen, bevor ich anfange, solche Scheiße zu machen, ne? Ich brauche irgendwelche Rechenkapazität. Warte mal. Wo gibt's denn dieses Datencenter? Haushaltselle. Ja, nee. Absetzbecken. Ja, okay, das ist für Montagestraße. Genau, ja, bla bla. Wo ist denn der Rest? Eine Goldschmelze, eine Chemiefabrik Stufe 2. Nee. Bin ich blöd? Wo ist die Datentechnik? Wo ist denn dieses Datenkontrollverarbeitungsdrecksteil? Bin ich blind? Bin blind, oder? Wo ist das? Keine Rechenkapazität. 4 Teraflops, derzeit nicht ausreichend. Wo? Daten. Grundlegende Datenverarbeitung. So. Öffne Forschung. Das kann doch nicht die Herausforderung sein, oder? Grundlegende Zentralrechner. So. Nicht mit H, Zentralrechner. Ich habe kein Gold. Kann ich Gold zukaufen? Gold. Ja, du machst aus Eisen das. Jetzt sag nicht, dass er das nicht mal mehr kann. Nee, oder? Kann das dann nicht? Oh. Meine Herren, okay, also ein Zentralrechner braucht erst nochmal Gold. Gut zu wissen. Habe jetzt noch ein paar Ressourcen. Also dich tue ich auch nochmal preisen, weil. Ist zwar eine coole Sache, aber ich glaube, dafür sollte ich mich erstmal um den Zentralrechner kümmern. Nein. So und so. Jetzt habe ich zu wenig Mitarbeiter. Aha, ist das dumm. Weil ich wahrscheinlich dich noch nicht bauen kann, weil mir immer noch ein paar Ressourcen fehlen. Aber wir sollten ja. Ah nee, die bauen immer noch. Oh, bauen die immer noch an dem anderen rum. Ja. Kann ich dem eine höhere Baupriorität bitte geben? Priorität 1. Wir brauchen erstmal Mitarbeiter, ansonsten haben wir ein Problem. Ein großes Problem. Ach, guck mal, Leute, ihr seid durch, oder? Lass mich raten, ihr habt euch eingebaggert. Habt ihr euch. Abschleppen, abschleppen, abschleppen und abschleppen. Gut, die Rechtlichen machen das dann alleine. Aber wir haben schon mal hier eine neue Straße und das ist nicht vorteilhaft. Wir müssen nur schauen mit dem Treibstoff, dass der letzte Tank wenigstens noch eine Zeit hält. Wie schaut's denn hier vorne eigentlich aus? Seid ihr durch oder was?
Graben wir das mal frei. Und gleichzeitig hätte ich gerne, dass du die Mine hier ein bisschen seitlich erweiterst. Jetzt müssen die Kollegen natürlich erstmal von da hinten wieder vorfahren. Das ist ein bisschen blöd gerade. Also sie sollten ja eigentlich auch gar nicht da sein. Wenn man es ordentlich nimmt und genau. Wie weit scheint es aus? Ja, es wird 100, 140. Okay, ja, das kann ein bisschen dauern. Die Anlage schaut aber Anlage schaut schon soweit ganz in Ordnung aus und ich denke, wir kommen hier langsam auf den grünen Zweig. Und sobald es ist, sollten sich unsere Tanks wieder öffnen. Aber wenn wir hier mal anschauen. Wo war's denn? Produktion. Hier, Menge. Sehen wir über die letzten 100 Jahre. Schaut es nach einer dynamischen Entwicklung aus? Warum schaut es so in Ordnung aus? Warum schaut es so normal aus? Das ist nicht gut. Schaut euch diesen Trend der letzten 120 Monate an. Aber wenn man es auf die 100 Jahre wieder sieht, war es immer in Ordnung. Hä? Ich habe doch nicht so viel Treibstoff. Bin ich jetzt blöd? Ich habe 4K. Was sagt er? Auch 4K. Jetzt sind wir 5,7. Was war denn der letzte Drop? 3,8. Also sagt er, wir sind noch vollkommen im grünen Bereich. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Die Produktion läuft, das finde ich super. Aber Leute, wir kommen langsam in die Rechenzentrum-Zeitalter. Das ist natürlich auch eine spannende Entwicklung. Ich muss mich auf die Uhrzeit immer konzentrieren. Ich weiß nicht, wann wir angefangen haben und wann aufgehört haben. Ich muss immer auf den kleinen roten Punkt gucken mit der Uhrzeit. Vergesst das jedes Mal wieder. Aha. So, Kollegas, wie schaut es hier unten aus? Große Aufgaben warten auf euch. Ja, schau mal, wie schön die das verkippen können. Super. Und bis hier vorne. Ich habe eine Reihe zu viel genommen. So, weg damit. An den Rest können sie zukippen. Dann haben wir hier schon wieder eine Fläche. Das ist der Wahnsinn. Ich würde dann vielleicht hier runterfahren, anfangen abzukippen. Sogar, dass wir... Ich mache jetzt einfach so Quatsch. Irgendwie so ein bisschen noch mit Soße. Aber ich will hier so ein bisschen das zukippen. Ich gebe dir genug Fläche zum Verkippen hier vor Ort. Kohle haben wir auch in Massen. Hier die Bagger graben das dann hier frei. Das ist gut. Kohle ist hier noch auf Lager. Ja, perfekt. So, jetzt haben wir keine Forschung mehr offen. Wir können gleich aber auch gerade nichts forschen, oder? Hierfür brauchen wir Kernenergie, hierfür brauchen wir Raps, hierfür brauchen wir einen Fruchtsalat. Wir sind gerade an die Forschungsgrenze gekommen, aber das bedeutet auch, wir können unser Schiff upgraden. Was dann wieder eine Sache ist, die wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Schauen wir an, überall sagt er Upgrades. Hier Schiffmotoren 2, große Kanonen, eine große Schiffsbrücke, hier haben wir nichts und hier haben wir auch nichts Neues. Das haben wir ja alles fast, also die Elektronik fehlt ein bisschen, aber das sollten wir hinkriegen. Bedeutet, merkt euch das Schiff noch. Das wird nachher dezent anders ausschauen. Mit den kleinen Zweierkanonen zu süß. So, da kommt schon die erste Lieferung. Das waren jetzt die ersten 60 von 920 Stahl, oder? Stahl, ja. Aber wir haben ja genug Stahl hoffentlich auf Vorrat aktuell. Ja, jetzt schmeißt sich... Das ist wieder so ein Gefühl, wenn auf einmal die Anlage wieder hochfährt. So, oh, endlich wieder gibt's was zu arbeiten. Let's go, let's go, let's go. Hier könnte es ein bisschen besorgniserregend wahrscheinlich werden, einfach weil wir die Ressourcen ja ein bisschen mangelhaft haben noch. Weil hier gerade keiner arbeitet. Ja. Aber das können wir doch rein theoretisch ganz schnell umgehen, wenn wir sagen hier, aktuell muss hier keiner arbeiten. Die Anlage wird einfach komplett in Standstill gesetzt und dadurch sollten wir doch aktuell noch genug Mitarbeiter haben, dass auch die hier arbeiten können. Blöderweise muss ich sagen, ich tue hier alle mal auf Vollgas setzen. Hier sollte ich mal ein neues Förderband einsetzen. Dass das bis ans Ende voll fördert.
Gut, dann sollten wir jetzt hoffentlich nicht das böse Ende auch relativ flott befüllen können. Alter, also, wenn du da lange drauf schaust, das dann, das macht das Hirnbatze. Ja, aber langsam schaut es aus, als ob wir wenigstens hier schon mal einen Fortschritt an Ressourcentransport schaffen. Hier aber auch. Ja, jetzt schauen wir wieder. Jetzt schauen wir wieder relativ gut aus. Finde ich gut. Finde ich super. So, das haben wir alles hingekriegt. Jetzt haben wir auch endlich das Gebäude fertig. Wir haben genug Mitarbeiter. Was passiert, wenn ich euch jetzt alle anschalte? Genug Mitarbeiter. Super. Dann gehen wir dich aus der Pause raus. Aus der Pause raus. Ich glaube, du warst ja ein saures Wasserkabel, ne? Oder Abwasser. Was warst denn du? Können wir uns hier irgendwo so ein bisschen Startgas abschnibbeln schnell? Aber das ist saures Wasser. Warum geht saures Wasser in dieselbe Leitung? Naja. Sondern das Kabel können wir eigentlich rausreißen hier in dem Fall. Genauso wie den Anschluss hier hin. Wir rausnehmen können. So. Weil wir die Leitung direkt nach hier vorne geben. Warte. Ich bräuchte zwei Abwasserrohre, bitte. Ja, wie wir nochmal rotieren mit STG. Superb. Superb. So. Inkompatibel. Du kannst mich mal am Arsch lecken. So schaut's aus. Und du bist für Abwasser und du bist für saures Wasser. Gut. Oh, schaut euch. Wir sind durch. Upgrade fertig. Jawohl. Ich würde sagen, beim nächsten Mal werden wir mit dem Ding richtig auf den Wildnisfang gehen. Weil wenn wir anschauen, wir haben hier noch ein bisschen zu erforschen. Und jetzt können wir das. Nicht genug Besatzung. Warum nicht genug Besatzung? Was wollten wir mit. Was? Das hat zu wenig Mitarbeiter. Aha. Ja, das kriegen wir hin. Beim nächsten Mal legen wir mit dem Schiffel ab und werden dann ein bisschen die Welt erkunden. Langsam geht unser Treibstoff aus, das wird auch mittlerweile ein Problem. Und wir werden es aber noch irgendwie geregelt kriegen. Es wird jetzt ein bisschen dauern, aber beim nächsten Mal schmeißen wir die Sekundäranlage an und lassen das Schiff rumfahren. Währenddessen hier die Mine sich weiter vorbereitet und immer größer wird. Also die Fortschritte hier sind massiv und die Kohle, die hier drin ist, ist der pure Wahnsinn. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.